Thomas, sag den Frauen, dass ich später komme. Ich muss noch eine Fahrt dranhängen. Mach ich, Opa. Saka, Opa kommt ein bisschen später. Nein. Sag mal, warum hat er die überhaupt erst eingeladen? Ach, Junge, das ist doch jedes Jahr dasselbe. Wenn du erst einmal stark wirst, dann wirst du das auch erleben. Ja. Ach, vorläufig noch nicht. Abwarten. Werden wir der Else Bescheid sagen. Komm, ich hier noch weiter. Ich wollte gerade sagen, ich kann sie da hin. Wie war die Fahrt? Naja, bin im Stau stecken geblieben. Oh, schön hast du das gemacht. Extra für dich. Gut schaust aus. Ach, endlich 2 Wochen Urlaub. Schön, dass du da bist. Kaffee? Übrigens, ich habe mit meiner Familie gesprochen. Du bleibst bei uns. Ja, aber meinst du denn nicht, ja, dass... Ja, ich meine. Danke. Und was sagt Sabine und deine Mutter dazu? Das ist mein Leben. Unser Leben. Schon richtig? Schön, Steffi. So, und jetzt malst du hier oben noch die liebe Sonne, ja? Fein. Nee, du musst dir Wasser nehmen erst. Schön viel. So, nein. Kann ich dir helfen? Ja, kannst abtrocknen. Hier. Darf ich noch ein paar Wolken malen? Guten Tag. Guten Tag, Fräulein Regina. Hallo, Steffi. Mhm.
Hörst du das? Was? Du mit deinen Stadtohren. Ah, jetzt höre ich's auch. Klingt ein bisschen geschreien, was? Das ist eine Ohrdomme. Die gibt's nur noch ganz selten. Rechts ein Kraftwerk, links ein Kraftwerk. Das bleibt mir wohl nur folgen. Guck dir mal das Wasser an. Früher, als ich klein war, war es glasklar. Was sagt dein Bruder dazu? Hm. Er sagt, ihr wollt wohl bei Petroleumlampen sitzen. Und? Da ist er wieder. Mhm. Ist eigentlich ein Nachtvogel. Früher sagte man, wenn er 7-mal ruft, muss man Heu machen. Richtet ihr euch eigentlich immer noch nach diesen alten Bauernregeln? Hm. Manche alte, ja. Muss man meine Mutter fragen, die kennt eine Menge alter Bauernregeln. Die würde mir gerade was erzählen. Du musst dir Zeit lassen. Wofür? Dass sie Sabine noch mehr gegen mich aufhetzt. Sie hängt an Sabine. Das war schon so, als meine Frau noch lebte. Hans, wie soll ich denn für immer bei dir bleiben, wenn ich nur geduldet werde? Ich spüre doch den Widerstand von deiner Mutter und Sabine. Das sind aber noch die anderen. Steffi, Anna, mein Vater, Christa. Damit habt ihr wohl gewartet, bis ich von der Fahne wieder zurück bin, was? Quatsch. Aber die Kinder in so einem Heim wollen auch mal was Besonderes erleben. Und da hat der Gerhard eben den Einfall mit der Kahnfahrt durch den Spreewald. Das ist unsere Patenklasse. Und bezahlen tun wir es auch aus der Brigadekasse und der Großvater macht so mit links, ja? Für sowas nehmen wir doch kein Geld. Also macht ihr's. Naja. Es sind so an die 10 Kinder, dann die Betreuerin, dein Großvater und du natürlich. Und wie alt sind die? So zwischen 6 und 8. Lass dir was einfallen, was du ihnen zeigen kannst. Und sprich ein bisschen, ja? Ja, ist gut. Na du! Wohin tratscht ihr wieder rum? Michaela! Was sage ich immer? Die Jugend von heute. Mit keinem Respekt vor dem Alter, nicht? Du bist mir schon eine. Sag mal, wieso bist denn du nicht auf Arbeit? Ich hatte Schule gehabt. Ja, dann tratsch mal weiter, ne? Nee, Moment. Du hast Post. Der ist für die Frau Doktor. Ja. Das kann sie jetzt wieder alleine lesen. Hier von Interflug. Ich werd verrückt. Ah, ich soll hinkommen. Zum Gespräch. Ist das wegen der Fliegerei? Ja. Haben mich meine Ahnungen also doch nicht getäuscht. Fliegen. Also wenn du schon über unseren Kopf hinweg eine Bewerbung losschickst, dann will ich jetzt wenigstens mitkommen. Oh nee, Mutti. Und es möchte wohl sein, wenn es um die Zukunft meines Kindes geht. Ich bin kein kleines Kind mehr. Da willst du mitkommen und Händchen halten. Ich mach das allein. Was machst du allein? Aus dem Witz unserer Tochter wird plötzlich ernst. Was ist für ein Witz? Und sie soll sich bei der Interflug vorstellen. Mhm, Mama will mitkommen. Bei der Interflug? Mhm. Als was denn? Als Stewardess. Na, jedenfalls sind wir als Eltern nicht gefragt. Überflüssig. Mutti, versteh das doch. Das geht nicht schief. Ich schaff das schon. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Die ist schließlich 18. Na, du bist aber fleißig. Hallo? Hallo? Ich hab vorne einen Platten. Na, guck ich mir gleich mal an. Dankeschön. Sabine, komm mal her!
Hol mal einen Knochen. Freddy? Sag mal, spinnst du? Soll ich die Sachen einräumen? Danke, das mache ich mir schon selber. Kann ich sonst wie helfen noch? Ja, danke, das ist nicht nötig. Die bringt mir hier alles durcheinander. Mutter, Regina ist unser Gast. Ach, was heißt Gast? Ich möchte, dass sie für immer hier bleibt. Ich will das. Und ich bin, wie ich bin. Treib's nicht auf die Spitze. Das sind so etwa 10 Kinder. Wie alt? Also 7 oder 8. Sind schon irre aufgeregt. Mhm. Der Opa Fritz, der hat's ja gemacht. Bloß der ist selber voll ausgebucht. Nee, lass mal, ich mach's schon, ist doch klar. Was wird das unserem Wochenende? Du kommst mit. Warum denn? Sind Heimkinder, ich denke, für dich vielleicht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein kleines Kind haben will und nicht eins, was schon 7 oder 8 Jahre alt ist. Sag mal, was hat sie denn? Der ewige Streit, sie hat sich auf ein Kleinkind versteift. Weißt du was, ich habe eine Idee. Wir machen die Fuhre hierher. Das ist ja prima, Dieter. Wenn ich sie so sehe, bekomme ich richtig Lust, mein Strickzeug auch wieder rauszuholen. Kannst du denn das noch, Oma Anne? Wieder, mein Schatz, wieder. Mmh. Schön, nicht? Ja. Ah, das passt zu ihm. Für Papa. Was? Für Papa wird der Pullover? Ist kein Pullover, Oma Anna. Ein Westover, Oma Anna. Ein Westover. Ein Westover. Die Kleine sieht ja voll durch. Ja. Ich strick auch ein, nicht? Ja, Steffi, du bist die Nächste, die rankommt. Ach, da ist ja Sabine. Sabine, komm mal her. Sabine. Warte mal! Warte, ich komme! Die Steffi mag sie. Ja, Steffi ja. Mit Sabine werden wir viel Kummer. Nach dem Tod ihrer Mutter, da hat sie jede Nacht eingepullert. Und krank. Krank war sie immerzu. Das wusste ich nicht. Der Else haben wir zu verdanken, dass die Sabine heute so ist. Ich meine, so wie andere Kinder auch. Naja, und an Sorgenkindern, da hängt man eben am meisten. Naja, die Else, manchmal ist sie wie so eine Glucke. Kein Bild ranlassen. Tja, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, Frau Ludke. Geduld müssen Sie haben. Viel Geduld. Aber sagen Sie doch Stargard zu mir, hm? Gerne. Na du. Na hier. Wissen Sie, mich wundert's hier. Der mag sonst fremde Katzen nicht leiden. Hier soll man sie das letzte Mal gesehen haben. Ja, ja. Hier ganz nah soll sie plötzlich aus einer Buchenwurzel gesprungen sein. Dürr und knorrig. Auf einmal stand sie da, mit schlohweißem, langem Haar. Ganz verfitzt
und bis an die Knöchel soll es gereicht haben. Und ein Kleid trug sie, so weiß, dass einem die Augen davon blitzten. Die weiße Frau. Und in der Hand hielt sie eine riesige Sichel. Heda, rief sie und drohte fürchterlich. Ja, und seit der Zeit, erzählt man sich, ist die weiße Frau hier noch oft zwischen den Fliesen aufgetaucht. Immer um die Zeit. Hast du eine Frage? Ich muss mal. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Kannst du irgendwo anlegen? Ja, machen wir hier fest. Alle, die müssen verschwinden in den Wald. Dann fahren wir weiter. Ins Museum. Nicht in den Wald. Wenn die weiße Frau kommt. Da hast du was Schönes angerichtet. Kinder, das ist doch nur eine Sage von früher. Ich hatte sie ja vor der Fahrt alle noch mal aufs Klo geschickt, aber die Aufregung und das viele Wasser hier. Und die Gruselgeschichten von Thomas. Seht ihr, und das ist eine geteilte Tür. Weiß jemand, warum die oben offen ist? Weil es keine Fenster gab. Doch, die gab's schon. Aber wenn jetzt jemand von da kam, dann konnte man mit dem reden, ohne dass der mit seinen dreckigen Stiefeln ins Haus kam. Wir haben unsere Schuhe immer im Flur ausgezogen. Nee, nicht so. Wohnst du auch im selben Haus? Ja, nicht ganz. Wir haben zum Beispiel keine geteilte Tür. Zeigst du uns dein Haus? Ja, wir fahren doch jetzt anschließend zu uns nach Hause. Müssen wir uns da auch die Schuhe ausziehen? Wenn du kein Loch im Socken hast. Ich hab hier so einen Durst. Sabine! Jenny, komm mal! Hoffentlich gibt's hier auch Kaninchen. Ja, guck mal. Wir haben schon auf euch gewartet. Will ich dich nicht? Ich bin groß. Oh, warte mal, warte noch. So, als wir noch aussteigen. Kommt, ich will euch etwas zeigen. Dirk, komm mal her, hier sind ganz niedliche Kaninchen. Ach, sind die niedlich. Ach, sind die niedlich. Oh, seht mal. Max, eine Fee. Was ist denn das? Fischkäppchen. Mann, so ein Haufen. Soll ich mal einen rausholen? Ih, nee. Hast du Angst? So, Ilse. Ist ja nur gut, dass ich so viel gebacken habe. Guter Elsekuh. Ja? Soll ich groß aufschneiden? So, mach wie du denkst. Anna. So. Das da ist ein Zander. Und die kleinen sind Plötzen. Plötzen? Das ist doch was für Katzen. Fangt ihr auch alle? Na klar, aber die beißen leider nur nachts. Juhu, nachts. Mein Opa nimmt mich dieses Jahr zum Nachtfischen mit, hat er gesagt. Ja, aber nur, wenn du keine Vieren mehr hast. Wow, Nachtfischen. Guck mal, Papa. Na komm. Komm mit. So, ich denke, das reicht erstmal. Ich bleibe lieber drauf, Aschmann. Guck mal, der Dirk hat seine Hose zerrissen. Ja. Ach, mach mit. Komm mal mit. Eine Wirtschaft machen wir euch. Ach, wo. Macht doch Spaß. Bonbon? Cool. Ist die Hoffnung. Na, setz dich mal dahin und zieh die Hose aus, dann näht sich's besser. Wie heißt du denn? Dirk Pfeiffer.
Und du? Gerda. Gerda Winkler. Wie alt bist du denn? 7. Und wann hast du Geburtstag? Am 12. März. Was? Das ist ja ein Ding. Du, da habe ich auch Geburtstag. Dann können wir ja zusammen feiern. Ja. Oh. Das ist Bisi. Die ist zu Besuch hier. Ui. Bisi, kannst du alles erzählen? Als ich klein war, habe ich unserem Rex immer alles erzählt. Wenn ich mal traurig war oder lustig. Das ist unser Hund. Als ich noch zu Hause war, hatte ich auch mal ein kleines Kätzchen mitgebracht. Und was war mit dem Kätzchen? Sie haben es mir weggenommen und in den Eimer gesteckt und dann war es tot. Minka. Die habe ich mal bekommen, als ich so alt war wie du. Ich glaube, die will jetzt bei dir bleiben. Danke. Nadine, Naschkatze. Lass doch, ist doch genug da. Ist das nicht zu schwer? Nee. Ja, wenn wir unbedingt wollen. Danke. Sabine, ruf mal die Kinder. Richtig angenehm, wie Sie uns hier aufgenommen haben. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, ja, bitte. Gut. Oh, Entschuldigung. Du auch? Ein Stück Kuchen? Ja, ja, danke. Das tue ich Ihnen einfach mal rauf, ja? Wer möchte? Ach, na, lieber nicht, sonst müssen wir uns nach Hause bringen. Kuchen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Dann trinke ich einen Schluck. So, neue Ladung. Schmeckt's euch? Ja. Na, dann haut mal schön rein. Na ja, so ist ja ein bisschen. Dann kannst du essen. Sabine? Gehst mal wieder mit. Wohin? Wollt ihr dir schon sagen? Oh, ist das Rex? Ja, das ist der Rex. Beißt der? Nö, der beißt nicht. Komm, streichel ihn mal. So, siehst du, das hat er gern. So, nun seid ihr Freunde, ne? Und dem kann man alles erzählen? Ja. Ja, dem kann man alles erzählen. Der errät unsere geheimsten Gedanken. Derek, komm mal her. Netter Junge, ne? In 2 Minuten stechen wir an See. Ich mach schon mal den Kahn flott. Wo ist denn die Pflegemutter? Also, los, Kinder. Hallo? Hallo? Herr Lutki? Hier ist abgeschlossen. Sag mal, wer ruft denn da? Herr Lutki?
Dankeschön. Was war denn los? Tja. War von außen abgeschlossen. Was? Na, das gibt's doch nicht. Ach, war doch. Vielleicht hat die Tür geklemmt. Die war nicht verklemmt, Oma. Die war fein säuberlich von außen abgeschlossen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Kinder... Die waren es nicht. Hallo, alles fertig. Ihr könnt einsteigen. Wir kommen. Also dann vielen Dank nochmal für alles, ja? Ach, der Kuchen. Moment, danke. Ich komm mit. Kinder, kommt, wir fahren. Oh, danke schön. Es tut mir leid, aber meine Sabine... Die... Naja, ist schon vergessen. Wenn ich nur wüsste, warum. Hm. Wissen Sie, es mag komisch klingen, aber es tut mir richtig ein bisschen gut. Was? Naja, das ist schwer zu erklären. Also wenn unsere Kinder was anstellen, irgendwas mit ihnen ist, dann bin ich immer schnell dabei, mir die Schuld zu geben. Da beruhigt es natürlich ungemein, dass auch in so einer normalen Familie wie bei Ihnen hier mein Kind aus der Reihe tanzt. Selbst wenn es auf meine Kosten geht. Warte, Kinder, langsam. So, jetzt das war ein schöner. Wow. So, jetzt euer Kuchen. Ja. Kümmere dich schön um die Minka, ja? Ja, bestimmt. Das sind alles nette Kinder, ne? Sind alle da? Ja. Und? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sabine. Hör auf zu weinen. Bin dir nicht mehr böse. Nur ein bisschen traurig. Hör mal. Du, Steffi und Thomas. Ihr seid doch die... Die liebsten Menschen, die ich habe. Und Regina? Regina? Das ist doch was ganz anderes. Ich glaube, ich weiß, was mit Sabine ist. So? Die ist eifersüchtig. Die ist auf jede Frau eifersüchtig, die freundlich zu mir ist. Sie wird schon wissen, warum. Wie? Verstehe ich nicht. Ach, nichts. Soll ich mal mit dir reden? Hm. Ist schwer, an sie ranzukommen. Wie hast du das gemeint? Vielleicht weiß sie, warum. Na, so direkt missfallen hat dir diese Inge ja wohl nicht. Naja, das meine ich ja. Und wenn das immer so ist, bei jeder Frau, die freundlich zu dir ist... Quatsch. Sag mal. Du bist wohl auch eifersüchtig? Keine Schwachheiten ein. Aber Sabines Idee, die Inge einzusperren. Also Sabine imponiert mir. Die hat wenigstens Charakter. So verquer können nur Frauen denken. Ja, ich dachte, du freust dich. Ja. Ja. Ich meine, das beweist doch, dass Sabine nicht speziell was gegen dich hat, sondern gegen alle Frauen, die freundlich zu mir sind. Die Kinder erst mal erzählt und erzählt, waren kaum zu bändigen. Siehst du, da sträubt man sich erst. Und dann wird das so ein Tag. Die Erzieherin möchte noch so eine Fahrt machen. Da kommst du dann aber mit, nicht? Hörst du mir überhaupt zu? Ist dir dieser Dirk aufgefallen? Was für ein Dirk? Na, bei den Kindern.
Das waren dann die 10, da habe ich mir keine Namen gemerkt. Es war so ein stiller, zurückhaltender. Bisschen blass. Blass? Ja, so einer war dabei. Was ist mit dem? Na so. Hat dir doch heute auch gefallen, nicht? Ja. Du, dieser Dirk, der war richtig zutraulich zu mir. Ich glaube, so ein Kind, das muss man richtig behüten. Da lang geht's zum Teufelseck. Hast du Lust? Ja. Und? Warum hast du gestern so gezickt? Als Papa mit Regina und Oma Anna dahin wollte? Warum bist du denn überhaupt so komisch zu Regina? Die hat ja doch nichts getan. Steffi kommt da auch mit dir aus. Steffi, der brauchst du bloß ein Kaugummi geben. Daran zieh überall mit. Das ist die Tante, die mir die Puppe geschenkt hat. Also manchmal denke ich, du bist total bekloppt. Auch hier. Mit Mutti? Da warst du doch noch ein Baby. Denkst du? Ich hab Blumen reingeworfen und Oma Anna einen Kranz. Das weißt du noch? Thomas, kannst du Papa sagen, er soll nicht wieder heiraten? Und warum nicht? Er hat doch jetzt schon keine Zeit mehr für uns. Das verstehst du nicht ganz. Ein Mann, der kann nicht immer allein sein. Er ist doch nicht allein. Ja, ich meine, ohne Frau. Ja, und Mutti hätte bestimmt nichts dagegen, dass Papa wieder heiratet. Mutti nie. Doch, Sabine, doch. Und wenn schon, dann nicht diese Ziege. Aber Regina ist doch keine Ziege. Ich meine doch nicht Regina, die von Sonntag, die ich eingesperrt habe. Ach, die ist doch überhaupt nicht in. Wir hatten's immer so schön. Du, Sabine, du. Aber Papa nicht. Hm? Ja, meine Mutter hat's mal erzählt. In 37 Jahren kam 124 Mal das Hochwasser. Da blieben nur 5 Ernten zum Leben. Ja, stellen Sie sich mal vor, in 37 Jahren 5 Ernten. Das ist unglaublich. Und damals gab es noch Menschenfresser. Ah. Das steht in der alten Chronik, aber das war vor vielen, vielen hundert Jahren. Ne? Naja, damals machte die Not den Menschen zu einem reißenden Tier. Siehst du, Regina? Ja. Und seit wann haben Sie Ruhe vor dem Hochwasser? Naja, seit Sie den großen Kanal gebaut haben. Die Nordumflusser. Richtig, oh, ja. Du alles naja, weißt. Das war in den 70er Jahren. Und Papa, pass auf, dass er nicht kaputt geht. Ja. Steffi, ich gehe jetzt Wäsche aufhängen. Willst du nicht mit? Keine Lust. Ist gerade so gemütlich hier. Hier bist du. Thomas sagt, ohne Frau
Es ist doof für dich. Stimmt's? Ja. Das stimmt. Wo ist Regina? Sie holt Blumen. Für Mutti? Hey, du, was machst du denn hier bei dem Wetter? Soll ich dich mitnehmen? Komm erst mal rein, du weichst ja ganz durch. Wer bist denn? Du. Und weiter? Du Pfeifer. Und wo willst du hin? Da war ein Stall. Und Karnickel. Und die Frau, die mir den Minka geschenkt hat. Und ein Hund, ich glaube, der ist Rex. Nur weiß ich genau, wo du hin willst. Sag mal, wie hieß der Hund? Rex. So ein großer Zottiger, wo man die Augen nicht sieht. Bordfreund Dirk, dann weiß ich, wo du hin willst. Grüß dich, Arbeit. Hallo. Was machst du hier? Hab Besuch gebracht. Besuch? Mhm. Und wie geht's dir? Na, beim letzten Mal ging's noch. Mach's gut. Mach's gut. Du wolltest wirklich zu uns auf dem Eichenhof? Wer bist denn du? Hm? Hm? Warte mal, dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit. Wie heißt denn du? Na? Sie haben der Frau Linke Wein gegeben. Ich hab der Frau Linke? Ach, du große Güte, du bist aus dem Kinderheim. Ja, das ist der Freund vom Rex. Stimmt's? Bist du ausgerückt, was? Ach, je. Oh Gott. Ruf die Gerda an. Die Gerda? Wieso denn die Gerda? Ich muss im Heim anrufen. Tu, was ich dir sage und ruf jetzt die Gerda an. Der Junge muss jetzt ins Warme. Komm, mein Junge. Schnell. Na ja, dann komme. Ja, guten Tag, ist da Frau Linke? Tag, hier ist Ludki, der Ihnen Schnaps gegeben hat. Ja, ich weiß. Ich hoffe, ich kann Sie jetzt beruhigen. Der Junge, den Sie suchen, der ist bei uns, ja. Mensch, Junge, was da alles hätte passieren können. Bist du jetzt böse mit mir? Trink erst mal deine Milch, du Ausreißer. Ist da Honig drin? Mhm. Honig mag ich am allerliebsten. Was mache ich bloß mit dir? Kann ich noch ein bisschen hier bleiben? Gefällt dir wohl bei uns? Na, aber im Kinderheim, da hast du es doch gut. Aber bei dir ist es schöner. Willst du auch? Mm-mm. Doch, lass mal kosten. Jetzt schläft er. Kein Wunder, nach der Tour, die er hinter sich hat.
Heute hätte er auch bei uns schlafen können. Ich weiß nicht. Die machen sich bestimmt große Sorgen im Heim. Fahr nicht so schnell. Du huckelst ja. Du wächst ihn noch auf. Scheiß Straße. Wie ist er nur auf diesen Einfall gekommen? Tja, du hast ihn ganz schön bemuttert. Dieter? Ja? Würde dir Dirk als Sohn gefallen? Was? Na, ich meine, könntest du dir vorstellen, dass wir ihn... Tja, ich schon und du? Wie weit ist es noch? Nicht mehr lange. Netter Doktor. Ja, der hat mich aber nicht operiert, sondern der Chefarzt. Ja, weißt du, was ich nicht verstehe? Vielleicht bin ich auch zu dumm. Ich meine, Fürsorge kenne ich. Aber was ist Nachsorge? Nachsorge, das ist, pass mal auf, weil die sich auch danach noch um einen sorgen. Ach so. Ja, und warum tut der Doktor dir immer mit der grellen Lampe die Augen durchleuchten? Weil oh, weißt du was, wir gehen erst mal eine Tasse Kaffee trinken und dort erkläre ich dir dann ja, alles. Ja. Ja, komm. Es freut uns natürlich sehr, dass Sie sich durchgerungen und entschieden haben, ein älteres Kind zu nehmen. Für Dirk wäre es fast lebenswichtig, dass er bald in eine Familie kommt. Er ist besonders sensibel. Sehr anlehnungsbedürftig. Er hat schon wirklich Schlimmes in seinem kurzen Leben erfahren. Sie wissen, Herr Spieß, dass es ihm bei uns an nichts fehlen wird. Ich meine, auch an Zuneigung. Völlig klar, sonst säßen Sie auch nicht hier. Doch da ist noch was. Also, da wir uns schon lange kennen, so schwer es mir fällt, was denn ist was mit dem Jungen? Ist er krank? Nein, nein. Nur heute Morgen hat es sich entschieden, da ist ein kleines Mädchen. Nora ist es. Ein knappes Jahr alt. Es ist zur Adoption freigegeben. Wir dachten, Sie könnten Noras Eltern werden. Ich glaube, die Offenheit bin ich Ihnen schuldig. Mein Vorschlag. Nein, meine Bitte. Sie fahren nach Hause, überlegen sich in aller Ruhe Ihre Entscheidung, sprechen auch mit Ihrer Familie. Es hängt für Sie und vor allem für das Kind, welches es auch sein mag, zu viel davon ab, als dass Sie jetzt hier und sofort sagen können, Dirk oder Nora. Denn mit euch los? Streit? Wenn es meinetwegen, ich kann ja gehen. Hulda, sei doch nicht immer gleich so beleidigt. Was ist denn nur mit Dirk? Ach, Großmutter. Wir haben gefragt, ob wir Dirk bekommen können. Na und? Und jetzt haben sie ein kleines Mädchen für uns, noch kein Jahr alt. Genau, was ich immer wollte. Dann hat sich doch das lange Warten gelohnt. Weiß der Dirk? Ich meine, weiß der Dirk, dass ihr ihn zu euch holen wolltet? Zum Glück nicht. Wie heißt denn das Mädchen? Nora. Ein schöner Name. Also ich freue mich für Gerda. Es wird hier aufwachsen wie ein eigenes. Das könnte der Junge auch. Ja, aber da tut mir auch leid, der kleine Dirk. Der ist auch sehr niedlich, aber sieh mal, die Gerda hat sich so sehr so ein ganz kleines Baby gewünscht und das kann sie jetzt haben. Was wäre denn, wenn es dem Dirk bei uns überhaupt nicht gefällt und er wegläuft, wie im Heim? Er hätte doch hier eine richtige Familie.
Und wie ich dich kenne, hängst du dich ja sowieso wieder rein. Ja, du, ich hab genug zu tun mit der Steffi und mit der Sabine. So? Ja. Du willst nicht wahrhaben, dass sich Hans eine Frau geholt hat. Ja, ein Junge wäre schon nicht schlecht. Wen interessiert denn das? Junge oder Mädchen? Mich. Wenn Thomas aus dem Haus ist, dann haben wir hier doch nur noch Mädchen. Vielleicht kriegt Christa einen Jungen. Na, hier geht's doch bloß um Hoferben. Hier geht's um Gerda. Die kleine Nora wäre genau das Richtige für sie. So eine, wie sie in der Zeitung suchen. Genau. Am helllichten Tage. Die traut sich was. Na, jetzt reicht's aber. Hey, Sie da! Gehen Sie mal von den Kindern weg! Tag, mein Schatz. Was gibt's denn zu essen? Die Mappe. Nein. Sabine, räum sie weg, komm. Schmeckt ja, Oma. Ist aber nicht von mir. Von Regina? Mhm. Schmeckt aber trotzdem. Und auch nicht versalzen. Nein, ich war ja auch in der Schule. Tag. Oh, Englisch hat euch Spaß gemacht. Kann ich auch. Morgen haben wir einen Tag. Ja, hier. Hallo, Michaela. Na, du? Tag. Du, ist was? Die wollten mich nicht haben. Wer will dich nicht haben? Die Interflug. Ich soll in meinem Beruf bleiben. Na komm. Siehst du? Und du wolltest schon aufgeben. Ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt. Jetzt bleibst du hier. Seht immer. Und deine Mutter? Die braucht eben Zeit. Gerda! Mach's dir doch nicht so schwer. Ist es aber. Na sicher. Du kannst dich doch auch nicht entscheiden. Mutter sagt auch, Nora wäre besser für uns. Und jetzt? Im Jugendamt warten Sie auf einen Bescheid von uns. Und was sagen wir? Dirk oder Nora? Du musst dich entscheiden. Heute gehen wir auf jeden Fall zu Nora. Ich nehme ihn mir frei. So, das ist Nora. Satt ist sie schon vor Winter und auch frisch gewickelt.
Komm hier lang. Schwesterchen.